Am sechsten Tag unseres Bootcamps werden wir uns mal mit der Balance der Flöte beschäftigen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ich habe es ja schon angekündigt, dass es schwierig ist und wichtig, die Flöte ausbalanciert zu halten. Und dazu werde ich dir heute eine ganz tolle Übung sagen. Wenn du die kannst, dann hast du deine Flöte sicher im Griff. Und zwar beruht die Haltung der Flöte auf drei Fixpunkten. Du sollst ja nachher nicht mit den Fingern deine Flöte festhalten, damit sie ja nicht runterfällt. Du sollst ja mit denen spielen. Und das geht nur, indem die ganz locker dicht über den Klappen schweben und eben nicht krampfhaft die Flöte festhalten, damit sie nicht kippt oder gar herabstürzt. Also drei Haltepunkte. Zum einen legst du deine Mundplatte hier in die Kinngrube. Das ist der erste Punkt. Der zweite, haben wir gestern gelernt, ist hier dieses Stück vom Zeigefinger genau auf dieses Stück zwischen diesen Klappen, zwischen den Trillerklappen und den Daumenklappen. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist der Daumen, so in der Region unter dem Zeigefinger auf dieser Klappe hier, also gegenüber. Ne? So, das sind drei Punkte, mit denen du deine Flöte halten können müsstest, ohne dass sie arg wackelt und oder gar herunterfällt. Also pass bitte auf, ja, dass das nicht passiert. So, jetzt haben wir ein Problem. Die Flöte hat auf der Seite diese Achsen. Und das ist ganz klar, dass sie dadurch einfach auf der Seite schwerer ist und nicht ausbalanciert. Ne? Also deswegen wirst du immer das Gefühl haben, die Flöte, wenn du nichts machst, kippt dir nach innen. Und das dann passiert das beim Spielen eben auch ganz oft, dass du beim Spielen nach innen kippst, du deckst nach und nach dein Mundloch immer weiter ab, der Ton wird tiefer und immer schlechter. Das wirst du am Anfang zur Genüge haben, aber auch das ist Übungssache und eine super Grundvoraussetzung ist eben, dass du diese Balance hinbekommst. Also mein persönlicher Tipp ist jetzt, du hast ja gelernt am Anfang dein Mundloch so einzustellen, dass es mit der oberen Klappe eine Linie bildet. Das als grober Ausgangspunkt, wie man das eben macht. So, am besten ist es, wenn du aber die Klappen nicht so hältst, dass sie nach oben zeigen, sondern leicht nach vorne. Dann hast du nämlich die Achsen auch weiter oben und die Flöte ist eben nicht so gefährdet, nach innen zu kippen. Du wirst dich ausbalancierter und besser fühlen mit deiner Haltung. So. Du solltest natürlich dann auch dein Mundloch ein bisschen weiter nach innen drehen, weil wenn du die ganze Flöte von dir wegkippst, ne, dann ist dein Mundloch zu offen. Man sieht es jetzt hier, da ist viel zu viel von zu sehen. Du müsstest dann also dein Mundloch ein bisschen nach innen drehen, damit du eben die Achsen weiter oben haben kannst. Aber so kannst du viel, viel entspannter spielen. Also wenn du deine Achsen so ein bisschen nach oben einstellst, deinen Kopf nach innen drehst, leicht, nicht übertreiben und auch immer darauf achten, dass du dein Mundloch eben nicht mehr als so abdeckst. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Ne? Du darfst dann nicht so eng werden hier mit deinem Mundloch. Aber dann schaffst du es, die Flöte ausbalanciert zu halten. Und das ist deine Übung für morgen oder für heute bis morgen, dass du die Dreipunktübung wirklich machst. Kinngrube, Zeigefinger, Daumen. Und dann baue sie dir mal so hin, dass du es schaffst, Achsen leicht nach oben, also natürlich nicht zu doll, ne? Immer schön im Rahmen bleiben und dann die Flöte ausbalanciert zu halten. Und dann probier weiterhin deine Töne zu üben, das weiterhin zu stabilisieren, dir langsam nochmal bewusst zu machen, wo die Finger hin müssen, also kleiner Finger auf erste Klappe des Fußstückes, Daumen, den parken wir dann hier auf der Haarklappe. Und die restlichen Finger, die kommen dann morgen dran. Also weiter üben, atmen, Töne spielen. Mit welchem Finger auch immer, aber versuch einfach erstmal stabile Töne herauszubekommen. Bis morgen im Showdown!